Hallo und willkommen zurück, meine Lieben, bei Animal Crossing. Heute wieder mit wunderbarem Regenwetter, wie ich sehe. Sehr schön. Anscheinend können wir diese Woche täglich zwischen Luftballon und Regenschirm wechseln. Hat ja auch mal was. Da schaue ich mal direkt aber eben nach der Post erst noch. Ah, fünf Briefe, sehr schön. Wollen wir mal gucken, was wir da bekommen haben alles. Ah, mal reinschauen, vom Museum mit Sicherheit, ne? Genau, Torso des Stegosaurus. Ein Abdruck eines Dinosauriers und einmal nochmal ein Abdruck eines Dinosauriers, okay. So, dann packe ich die mal eben schon mal aus. Brauchen wir ja sowieso. Das nehme ich auch. Und dann habe ich dann noch einen da oben. So, komm mal her, wunderbar. Hep, hep, hep. Na, nicht nehmen. Sollst das öffnen, genau, so ist es fein. Dann von Tom Nook eine Herzchenkommode. Ist das Sonderangebot des Tages? Na gut, schauen wir uns gleich mal an. Und die Sita hat mir was geschrieben. Redmaker, ich habe deinen Brief ein paar Mal gelesen, aber ich habe ihn einfach nicht verstanden. War das eine Geheimschrift oder kannst du etwa nicht schreiben? Ciao, Sita. Naja, es wird, glaube ich, niemals funktionieren, dass sie wirklich wissen, was wir denn schreiben. Aber naja, was soll's. So, dann mache ich mal eben hier kurz... ein, zwei Briefe eben fertig schon mal fürs Museum. So, das tue ich mir mal nach oben. Gut, Moment. Schirm, genau. Regenwetter, ne? Jetzt wollte ich schon losspurten hier. Aber das wollen wir ja nicht. Das war ja unser großer Plan. So, Schirmchen einmal her. Gefällt mir aber auch immer noch sehr gut, muss ich sagen. Also allein so farblich... sind halt keine Grazia-Outfits, aber die Grazia gibt uns ja irgendwie auch nur zwei verschiedene Outfits, beziehungsweise wir haben sie ja eine ganze Weile schon nicht mehr gesehen. Insofern, was soll man halt machen, ne? Eine Sache im Übrigen, die ich mal noch machen wollte, totale Kleinigkeit, aber die wollte ich einmal erledigt haben. Dachte mir nämlich, der Angelpokal ist ja ganz nett, aber den brauchen wir eigentlich gar nicht da unten. Und den könnte ich ja eigentlich mal hier hinstellen. Wo ja hier oben sowieso unsere... ja, ich nenne es mal Ausstellungshalle ist sozusagen. Wir müssen eigentlich mal auch noch ein paar Exponate hier mal zusammensuchen. Oder mal überlegen, was wir da noch so hinstellen. Vielleicht auch mal einen passenden Teppich noch holen oder passende Wandsachen da zur Tapete. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das ignoriere ich irgendwie so ein bisschen, dass wir da oben ja auch noch einen Raum haben. Irgendwie ignoriere ich sowieso sehr viel unsere Einrichtung. Da könnten wir uns mal drum kümmern. So, das hat mir genau hier eine Nachricht von Toni. Ich habe etwas Tolles in einem der A-Felder von Yokosuka vergraben. Auf zur Schatzsuche. Na gut, in den A-Feldern, irgendwo oben. Ach komm, dann gehen wir eben einmal gucken. Weil ich wollte eh einmal zur Müllkippe, wie immer. Was haben wir da? Einmal ein 9er-Outfit. Werde ich bestimmt nicht anziehen. Und Mint-Neon-Papier, das kennen wir auch schon tausendfach. Das werde ich jetzt gleich sogar einmal verkaufen, einfach weil wir so viel Papier haben. Also auch im Keller, da brauche ich gar nicht mehr bunkern, das reicht. So einen großen Vorrat brauchen wir da ja gar nicht. So, mal gucken, vielleicht ist hier was. Man weiß ja nicht, wo er es vergraben hat. Oh, na, sieh mal an. Habe ich noch nie darauf geachtet, dass der Zug hier tatsächlich dann fährt. Ah, ich hänge fest am Baum. Ich wollte doch der Bahn hinterherlaufen. Oh nein, warum kann ich hier nicht durch? Fährt der einfach durch oder hält der an? Doch, der hält tatsächlich sogar an. Aber steigt keiner ein, steigt keiner aus. Na gut, dann gehen wir einfach wieder. Ach, das könnten wir eigentlich auch mal machen, ne? So als ganz spontane Idee. Wie wär's denn mal irgendwann wieder nach einem Ausflug in meine eine alte Stadt zum Beispiel? Weil es halt mal was anderes wäre. Da habe ich ja gar nicht drüber nachgedacht. Das wäre wirklich mal eine Idee. Behalte ich mal im Hinterkopf. Machen wir vielleicht die Tage mal. So, da oben war auf jeden Fall, habe ich jetzt nichts direkt vergraben gesehen. Ich guck mal hier noch lang. Fiel mir gerade nur so auf, wo ich den Zug da halt gesehen habe. Das wäre einfach mal was anderes. Machen wir mal so einen kleinen Ausflug vielleicht demnächst. So, da war auch nichts. Hier vielleicht dann. Wenn es hier nicht ist, dann habe ich es irgendwo übersehen. Ach, na guck mal. Das wird es doch dann vermutlich sein. Schauen wir mal. So, einmal die Schaufel her. Und, was ist das da? Eine Würfelanlage, okay. Was sie nicht alles so vergraben.
Ich glaube, seitdem irgendwann die Annette mal einen PC vergraben hat, wundert mich hier sowieso nichts mehr. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir aber erstmal beim Tom rein, wie immer. Erstmal das Übliche, ne? Sachen loswerden. Hallo Tom, grüß dich. Hier, mein liebster Verkäufer und dein liebster Stammkunde. Hoffe ich zumindest. Wobei ich ja mal wage zu behaupten, dass er mehr Geld an uns lässt, als wir tatsächlich ihm einbringen. Aber hey, anscheinend scheint das Geschäft zu funktionieren, also soll mir das gleich sein. 7362 Sterni, sehr schön, die nehme ich gerne. Und das wäre dann auch erstmal alles, Tom. Dann gehen wir mal eben hoch, gucken wir mal, was es so möbelmäßig gibt heute. Hallo Jungs, na, alles gut bei euch? So, mal einmal schauen. Was ist das denn? Das haben wir doch schon mal gehabt, oder? Das, ja, das haben wir schon mal gehabt, das brauche ich jetzt nicht kaufen. Obwohl, ich gerade überlege, das könnten wir uns zwar dann doch oben ins, ins Zimmer stellen, ne? Hier die Idee mit der Ausstellung sozusagen, passt doch. So, nehme ich mal mit. Boah, diese Herzchenkommode, diese Farbe. Oh mein Gott, ich kaufe die jetzt. Einfach nur weil. Eine Herzchenkommode, ja, auf jeden Fall. 2160 Sternis, ja, möchte ich kaufen. Oh mein Gott. Hilfe. Ja, wunderbar, ich danke dir. Vielen Dank, vielen Dank. So, dann gucken wir mal kurz mit den Klamotten. Ah, das Masterschwert ist natürlich schick, aber das haben wir ja schon. Das ist jetzt aber auch nicht spannend. Ich weiß nicht, wer gerade draußen auf der Straße langfährt, aber es klingt gerade wie eine sehr interessante Mischung aus einem sehr alten, rostigen Moped und einem durchgescheuerten Rasenmäher. Na gut. Hauptsache, das Ding kommt vorwärts, damit das Geräusch aufhört im Hintergrund. Ups, jetzt habe ich mich aufs Versehen so hochgedreht wieder. Ja, wissen wir ja schon. Entschuldigung, ich gehe schon wieder. Wiedersehen. So, ich wollte auch eigentlich nämlich rausgehen. Ich sehe es schon kommen. Ich glaube, ich möchte heute wieder ein Stück was von unserer Rate bezahlen, weil wir schon wieder über 30.000 in der Tasche haben. Wird eigentlich mal wieder Sinn machen. So, aber dann gehen wir jetzt erstmal hier ein bisschen spazieren. Das Übliche halt. Bei dem Mistwetter. So, Unkraut zupfen wir auch natürlich. Tam, tam, tadam. Ach, die Musik ist wieder so. Ach, herrlich. Na, wer bist du, die Anna? Mein Gott, du hast auch farblich den allerbestpassendsten Schirm. Redmaker, du kommst genau zum richtigen Zeitpunkt. Ach, tue ich das? Ich stehe und versuche herauszufinden, wie das Wetter so wird. Was hast du für heute erwartet? Ich meine, hast du erwartet, dass es regnen wird? Ich war nämlich optimistisch, dass es ein glasklarer Tag wird. Und du siehst ja, wie bescheiden es aussieht. Also, Redmaker, was willst du? Ach, dachte, jetzt kommt irgendwas Spektakuläres. Komm, wir fragen dich mal nach Arbeit. Findest du winzige Lebewesen nicht auch mysteriös und faszinierend? Ich auf jeden Fall. Ich meine, schau dir mal Insekten an. Sie haben tausende von Augen. Tausende Facettenaugen nennt man sie. Ich habe mich immer gefragt, was diese ganzen Augen eigentlich sehen. Ja, eine ganze Menge wahrscheinlich. Ich meine, würde dir nicht schwindelig werden? Ich wette, es ranken sich viele Geheimnisse um die Insekten, die noch gelöst werden müssen. Ich würde sie gerne noch weiter erforschen. Vielleicht kannst du mir dabei helfen, Redmaker. Kannst du einen Insekt für mich fangen? Mir ist egal, welche Art. Ja, das sollten wir aber tatsächlich hinkriegen, theoretisch zumindest, aber praktisch bei dem Mistwetter wird es wieder eine Herausforderung. Wobei ich ja mal ein bisschen rumschleichen kann. Vielleicht finde ich einfach ganz simpel irgendwo eine Schnecke. Das wäre natürlich das Einfachste. Gucken wir mal so ein bisschen rum hier. Da ist die Dolly. Hallo. Ist hier wieder einen dicken Fisch? Ne, heute gibt es nur einen kleinen Fisch. Ah, aber da gibt es was zum Ausgraben. Kann man so gerade eben erkennen. Ich wollte auch schon eigentlich wieder fast gehen, aber das habe ich so gerade eben noch gesehen. Ein Fossil, na wunderbar. Ja, damit. Einmal wieder zugeschaufelt. Schirmchen in die Hand. So, das Fossil packen wir auch direkt weg. Ach genau, wir müssen ja auch noch gucken. Der Vinci soll ja heute irgendwo da sein, ne? Ich könnte ja einfach mal den Harry gleich fragen. Dann gehe ich da einfach mal rum gleich. Der weiß doch bestimmt, wo der rumschwirrt. Sonst suchen wir uns wieder hier sehr lange sehr tot. Muss ich jetzt ja nicht unbedingt haben, wenn es nicht sein muss. So, mal ein bisschen hier rumgucken. Ist aber auch nichts, nein. Mal gespannt, ob ich heute irgendwo ein Insekt finde. Wenn dann wahrscheinlich eher eine Schnecke, aber da muss ich echt drauf achten. Die sind ja doch recht klein. Ah, da ist nichts.
Na gut. So, dann fragen wir jetzt erstmal den Harry, ob der weiß, was mit dem Vinci ist. Ich wünsche einen guten Tag. Sind wir nicht ein fleißiges Menschlein, ständig unterwegs? Ein lobenswertes Verhalten. Ja, das hoffe ich doch. Sag mir, wie kann Wachmeister Harry behilflich sein? Ich wüsste gern, ob was los ist. Vielleicht interessiert es dich, dass Vinci, der berühmte Wanderkünstler, im Feld B4 gesichtet wurde. Zumindest wurde das berichtet. Ich hatte nicht die Zeit, all diese Berichte zu bestätigen. Vor nicht allzu langer Zeit habe ich ihn selbst gesehen und von ihm eine tolle Tapete für meine Mühlen erhalten. Ich war selbstverständlich nicht im Dienst, natürlich nicht. Auch der gute Harry muss ja mal einen Tag frei bekommen. So, jetzt muss ich aber mal eins gucken. Da müssen wir mal gucken, dass wir irgendwie so einen Fisch angeln hier. Der will doch irgendwie einen Fisch haben auch, glaube ich, oder? Ja, gut, da sehe ich einen rumschwimmen. Na super, auf der anderen Flussseite sehe ich oben gerade ein Schneckchen. Das bringt uns natürlich nichts. Da kommen wir ja nicht dran. Na gut, kümmern wir uns erstmal um den Fisch. Achso, der Fisch ist in weiter eine Dose. Ja, nein, die werfen wir nicht wieder rein. Wenn es jetzt wenigstens eine Dose Thunfisch gewesen wäre, das wäre es ja noch gewesen. Da oben sehe ich was. Wo ist denn B4 eigentlich? Das ist bei Sieger, okay. Ach komm, dann gehen wir einmal hier rum. So, einmal da lang und einmal da hin. Da. Ob wir den Fisch da rausangeln können? Hep. Na, fast. Ah, doch, der beißt an. Cool. Na, komm. Nein, ich Idiot. Ich habe zu früh gedrückt. Ach, Mann. Ich dachte, er beißt an. Verdammt. Ja, da war ich jetzt ein bisschen übereifrig, leider. Oh, du siehst nach einem dickeren Brocken aus. Das ist natürlich sehr schön. Gucken wir mal. So ist es herrlich. Und was haben wir da? Einen Karpfen. Ja, das wird doch hoffentlich dem Vinci gefallen. So, dann müssen wir mal gucken, wo der hier ist. Der sollte ja irgendwo hier sein. Ach, da ist er ja schon. Hallo. Ja, dich habe ich eine ganze Weile schon wieder nicht gesehen. Guten Tag. Hunger muss essen, so schwach. 5 Kilo abgenommen. Oh nein, sieht man dir gar nicht an. Ich meine, steht dir total gut. Hunger, Bauchweh, brauche dringend Lebensmittel. Ups, ach, jetzt habe ich es weggedrückt. Oh nein, nein, die Erde dreht sich gleich ohnmächtig. Oh nein. Vinci, komm her, wir retten dich. Hunger muss essen, so schwach. 5 Kilo abgenommen, genau, seit dem letzten Gespräch. Ja, hier, nimm. Hier, ein Karpfen für dich, bitteschön. Mein Gott, dem kann ich ja wirklich alles geben. Das ist... Ja, was ist es denn? Das ist mein Lieblingsfisch. Ach, ist das so? Darf ich ihn wirklich haben? Ja, klar. Oh ja, ich nehme ihn, bevor du es dir anders überlegst. Vielen, vielen Dank. Ja, dann lass es dir schmecken. Einfach mal roh, sehr fein. Sushi pur sozusagen. Ah, so lecker, so sagenhaft lecker. Ich muss dir dies als Zeichen meiner Dankbarkeit geben. Nimm's einfach, auch wenn du es nicht brauchst. Cool, dankeschön. Ah, so satt, so glücklich. Ja, das hat doch wunderbar funktioniert. Schneller, als ich gedacht hätte. Was haben wir denn da Feines? Ein Wüstenausblick, okay. Haben wir den nicht schon mal gehabt? Ich gehe mal rein und guck mir den mal an, aber ich glaube, den haben wir schon mal gehabt, oder? Bin mir da jetzt nicht sicher. Aber wir machen das mal eben hier. Stell mich mal hier oben hin, dass wir den auch sehen können. Da. An die Wand. Oh, nee, den hatten wir noch nicht. Oh, der sieht aber schön aus. Der sieht tatsächlich schön aus. Den möchte ich ja fast hier oben direkt lassen. Dass das Ganze ein bisschen heller macht nochmal. Also, naja, was heißt heller? Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, ne? Ist schon schön. Jetzt bräuchte ich noch einen passenden Bodenbelag dafür. Hatten wir denn nicht irgendwie Wüstengrund oder sowas? Ich gehe mal gucken. Ich weiß doch nicht, was wir alles haben. Mein Gott, das... Spielen ja schon ein bisschen zu lange, als dass ich mir alles merken kann. Moosteppich, Straßenbraun, Tropengrund. Ja, das ist natürlich doof. Mehr hatten wir noch nicht, oder? Nein. Gartenzaun, Wüstenweitblick. Tja. Na gut, da ruckelt das Spiel vor lauter Freude gerade, beziehungsweise bei der Aufnahme. Meint mein PC, er möchte ein Ruckeln mal machen. Ja, dann bleibe ich erstmal aber dabei. Tja, Wüstenausblick, okay.
Ah, okay. Das eine ist ein Wüstenweitblick, das andere ist ein Wüstenausblick, weil ich hatte das jetzt so im Kopf mit den Dünen irgendwie so, ne? Da hatten wir doch irgendwie sowas. Dann habe ich mich da sozusagen leicht vertan. So, das war grün, genau. Grün kommt ja da oben rein. War da noch Platz drin? Gartenzaun, Wüstenweitblick. Dann möchte ich das da drin verstauen. Den Wüstenausblick packen wir mal mit dabei. Aber das können wir uns mal vormerken. Da können wir mal schauen. Vielleicht finden wir irgendwann mal einen passenden Teppich hier bei der Aziza dann oder sowas. Klingt auf jeden Fall nicht schlecht. Schade eigentlich, dass man sich ja nicht noch mehr organisieren kann, ne? Sonst würde ich mich so ein bisschen eindecken direkt mit seltenen Sachen hier. So, was machen wir denn jetzt mal? Jetzt muss ich mal gerade überlegen. Bisschen Zeit haben wir ja noch, würde ich sagen. Schlendern wir einfach mal ein bisschen durch die Gegend hier. Klingt ganz okay, oder? So, sagen wir mal der Roswitha hallo. Die ist ja relativ neu. Und geht lieber rein. Na gut. Ach komm, dann gehen wir auch mal rein. Ich weiß ja noch gar nicht, wie es bei ihr aussieht. Ich glaube, hier drin waren wir noch nicht, oder? Meine ich zumindest. Die kam, glaube ich, direkt beim ersten Gespräch, wo wir uns vorgestellt haben, auch raus. Hui. Oh, ja gut. Stil hast du ja, meine Liebe. Ist schon schick irgendwie. So, guten Tag. Redmaker, du scheinst ja beschäftigt zu sein, Herzchen. Du solltest nicht zu viel Zeit damit verbringen, dich zu ärgern. Du solltest das Leben genießen. Ah, du sagst, dass du dein Leben genießt? Nun, ich hoffe, dass das der Fall ist. Ja, aber natürlich. Genug geschwatzt. Brauchst du irgendwas von mir? Ach komm, wir fragen mal nach Arbeit noch. Ich will mich ja nicht aufdrängen, aber ich könnte jetzt gut eine Kirsche vertragen. Ich habe schon seit Ewigkeiten keine mehr gegessen. Schon beim Gedanken an das saftige Fruchtfleisch läuft mir das Wasser im Mund zusammen, Herzchen. Aha. Ja, das lässt sich aber wohl einrichten, glaube ich. Weil, lass mich mal gerade gucken. War das gar nicht hier? Nee, Quark, natürlich nicht. Das war da auch nicht. Wo war's denn? Hier war's vielleicht. Auch nicht, doch da. Ha! So, Kirschen. Mehr Kirschen. Kannst du ganz viele haben. Eine reicht dir ja. Ja, das war ja jetzt simpel. Nicht, dass ich was dagegen hätte, dass es so simpel wäre. So, nett anklopfen, wieder reingehen. Ja, das ist sehr, sehr gut, dass wir so ein paar Früchte doch mittlerweile haben. Zumindest so zwei, drei. So, hallo Roswitha, da sind wir wieder. Du meine Güte, Redmaker, du scheinst heute Nachmittag in guter Stimmung zu sein, Herzchen. Genug geschwatzt, brauchst du irgendwas von mir? Nee, umgekehrt. Hier, Obstzeit, guck mal. Extra für dich? Hast du mir wirklich eine Kirsche gebracht? Dass du dich daran erinnert hast? Naja, also so kaputt ist mein Kurzzeitgedächtnis jetzt auch noch nicht. Das ist aber nett von dir. Du bist soeben zu meinen Lieblingsmenschen geworden. Wow, das ging ja schnell. Ich möchte dir diese Keramikfliese als kleines Dankeschön geben. Ja, es ist ein total super Ausgleich. Ich stehe tief in deiner Schuld. Wenn ich mal wieder Hilfe brauche, wende ich mich bestimmt an dich. Ach, wunderbar. So, neue Freundschaft direkt geschlossen. Hier ist doch herrlich. Gut, dann gehen wir mal noch ein kleines bisschen hier rum. Können ja mal einmal beim Rex vorbeigehen, den auch einmal Hallo sagen. Der wird sich da jetzt nicht beschweren, wenn wir ihm einmal guten Tag sagen. So, war man denn? Ne, da geht auch lieber rein. Waren wir beim Rex jemals drin? Weiß ich gerade auch gar nicht. So, dann gehen wir da auch mal rein. Einfach mal hinterher. Ganz spontaner Besuch halt einmal. Ah, doch, ich glaube, hier waren wir schon mal irgendwann drin. Ist aber sehr, sehr lange her. Da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Hallo Rex. Was zum Redmaker? Boah, langsam, du sprichst viel zu schnell. Ich gehe nirgendwo hin, weißt du? Gut, was gibt's denn so? Red mal mit mir. Hey, Redmaker, hast du in letzter Zeit ein gutes Buch gelesen? Ja, habe ich tatsächlich. Nun, das bedeutet vielleicht nur, sag mal, Redmaker, bist du im Zeichen Hund geboren? Bin ich das tatsächlich, ja? Ja, ich wusste es. Ich habe es dir angesehen. Schließlich ist jeder, den ich kenne, der im Zeichen Hund geboren ist, wirklich clever. Boah, dankeschön. Als du sagtest, dass du solche, du weißt schon, schwierigen Sachen liest, hatte ich schon eine Ahnung. Aha, so ist das also. Auch so ein Horoskop-Löwe halt, okay. So, dann lass ich dich aber mal allein in deiner Wohnung. Gut, weil, wisst ihr was? Weil ich jetzt gar nicht wüsste, was wir sonst hier groß machen sollen, mache ich heute mal ein, ja, einen wirklich recht, recht kurzen Tag sozusagen. Dann gehen wir jetzt einmal noch ein bisschen Post wegbringen. Wo wir, glaube ich, auch nicht wirklich was haben, ne? Guck mal gerade kurz. Ein ganzer Brief. Wow. Dann können wir ja eben noch ein bisschen was von der Rate aber auch bezahlen. So, wir hatten irgendwas sowieso 500.000, irgendwas, glaube ich, noch auf, oder? Genau, 580.000.
Dann komm, hauen wir mal 20.000 wieder raus. 560.000 auch über, sehr schön. Ja, das ist sehr schön. Kann ich noch was für dich tun? Ja, Brief versenden. Einen ganzen habe ich da für dich, bitteschön. Naja, ich bin ja auch heute irgendwie so gar nicht groß durch die Stadt gelaufen, ne? Kein Wunder. Möchtest du noch einen Brief versenden? Nö, das sind schon alle. Ich habe nur den einen heute. Ja, das ist schon alles. Heute mal ganz unspektakulär. So, tue ich mir mal dahin. Und was habe ich da jetzt alles im Inventar eigentlich? Muss ich mal einmal kurz selber reingucken. So viel zum Thema, mein Kurzzeitgedächtnis geht noch. Genau, das eine wollten wir uns ja in die Wohnung stellen. Das mache ich mal eben noch. Und dann mache ich danach aber auch gleich einfach Feierabend, würde ich sagen, wenn es denn recht wäre. Passt ja, ne? Ich gucke gerade so auf die Uhr. Ach doch, ja. Wir sind so ein bisschen über die 20 Minuten. Das ist okay, denke ich. Jo, einmal da rein. Dann stellen wir uns eben das Bild nach oben und dann war es das auch gleich. Ich überlege gerade, ob wir vielleicht mal morgen hingehen und über den Katalog vielleicht so einen Tisch noch bestellen oder sowas. Ne? Dann könnten wir hier Sachen auch hochstellen sozusagen. So, war es das? Ja. Gefällt mir jetzt natürlich nicht so, dass es so zu der Seite wegzeigt. Ne? Wenn ich den ein bisschen drehe... Ja, schon besser. Ich weiß nicht, wie ich das hinstellen möchte hier. Ja, da sieht man das dann nicht. Ist auch doof, ne? Tja. Eigentlich passt ja der Gartenteich hier auch so überhaupt nicht rein. Aber jetzt steht er halt hier. So, machen wir den Anglerpokal mal dahin. Einmal dahin. Ja, komm, du bleibst jetzt gerade da stehen. Ist schon okay. Gut, lassen wir das einfach mal so, bevor ich mich da jetzt total in irgendwas verrenne, wo ich selber gar nicht weiß, was ich damit machen möchte. Ja, und dann würde ich sagen, mache ich an der Stelle aber wie gesagt jetzt eben Feierabend. Und ja, dann danke ich euch wie üblich fürs Reinschauen. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Und wir sehen uns dann, ja, hoffentlich morgen wieder zu einem neuen Tag in Animal Crossing. Bis dann erstmal.